Guten Morgen, hallo. Nadja, was ist heute für ein Tag? Dienstag, gell? Ja, okay, ich bin total durcheinander. So, also einen schönen Dienstagmorgen wünschen wir euch. Die Besetzung ist die alte, Nadja. Dann da hinten sitzt der Benny, Nala ist da drüben irgendwo und ich stehe auch da. Und wir starten heute den Tag mit einem Vinyasa Flow. Wollten wir noch irgendwas ansagen, Nadja? Nee, gell? Du bist so total sprachlos. Okay, also dann lasst uns einfach starten. Wir legen uns auf unsere Matte. Wir setzen uns heute mal im Fersensitz auf die Matte. Wir fangen mal ein bisschen anders an. Deine Zehen sind lang, dein Po ist auf den Fersen drauf, deine Wirbelsäule ist aufgerichtet. So, zieh die Schultern nach hinten und lass sie dann ganz weit nach unten fallen. Du kannst die Hände entweder locker auf die Beine legen oder du machst das so, wie Nadja das macht, dass du deine Hände so, so wie so einen kleinen Korb faltest. Also such dir aus, was bequemer ist. So, dann schließt du die Augen. Spürst nochmal, ob die Schultern über deinen Hüftknochen sind. Und dann fang langsam ganz bewusst an, die Atmung durch die Nase einzuziehen. Und dann schön gleichmäßig und voll wieder auszuatmen. Und das mach jetzt ein paar Mal. Komm einfach erstmal in dir an, komm auf deiner Matte an. Und versuch jedes Mal, wenn du einatmest, schön nach oben zu wachsen. Und lass dich bei der Ausatmung nicht ganz arg nach unten fallen. Versuch gerade zu bleiben, aufrecht zu bleiben. Tiefe Einatmung, wenn du magst, direkt von Anfang an Ujjayi-Atmung, indem du durch die Nase einatmest und durch die Nase auch wieder ausatmest und dabei die Stimmbänder zusammenziehst, dass du so ein leichtes Rauschen erzeugst. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch die Nase. So, und dann füll nochmal rein in deinen Brustbereich, in dein Herz, in deinen Bauch. Spür mal, wie schwer die Beine auf die Matte fallen und lass den ganzen Druck über deine Schienbeine in die Matte reinsinken. Und dann öffne langsam die Augen, hol deine Hände ins Gebet vor deine Brust. Und dann setz dir jetzt hier deine Sankalpa. Was möchtest du heute erreichen? Was soll dir deine Stunde Yoga heute schenken? Möchtest du entspannen? Möchtest du dich kräftigen? Möchtest du einfach mal loslassen? Setz dir deine Intention. Und dann öffne die Augen, setz die Hände vor deinen Knien ab, komm auf die Fußspitzen und dann schieb den Po nach oben, lauf mal langsam in eine Vorwärtsbeuge, lass den Kopf mal schön lang nach unten fallen, kannst die Beine gerne hüftbreit auseinanderziehen und dann atme ein, komm in eine halbe Vorwärtsbeuge. Mach den Rücken gerade, verlagere dein Gewicht leicht nach vorne auf die Zehenspitzen, dass du hinten die Beine schön spürst. Und dann atme aus, tauch wieder nach unten. Und das Ganze machen wir noch ein paar Mal. Einatmen in die halbe Vorwärtsbeuge. Gerade Rücken, Kopf gehört dazu. Und dann tauch nach unten bei der Ausatmung. Und noch einmal einatmen. Gerade Rücken, Schulterblätter zurückziehen, Po nach oben schieben, ausatmen, nach unten fallen. Jawohl. Und jetzt locker die Beine mal ein bisschen aus, tanz mal ein bisschen, rechts beugen, links beugen. Und dann finde wieder Ruhe. Lauf jetzt mit deinen Händen ganz weit nach rechts, so weit du kannst, dass du in so einen leichten Twist kommst. Versuch dich immer noch eng gefaltet zu lassen. Du kannst die Beine am Anfang gerne definitiv eingebeugt lassen. Jetzt, wo du am Anfang noch nicht so warm bist. Und dann lauf langsam wieder zurück zur Mitte und geh zur anderen Seite nach links. Auch hier wieder schön in den Twist reinkommen. Guck, dass die Knie beieinander bleiben. Meistens schummelt sich das gegenüberliegende Knie immer nach vorne. Versuch die auf einer Höhe zu lassen. Und dann komm zurück. Setz die Hände jetzt unter deinen Schultern auf. Dein linkes Bein hebt ab vom Boden und macht einen Schritt zurück. Du lässt dein Knie hinten fallen, machst die Zehenspitze lang
und lässt jetzt einfach ganz entspannt die Hüfte nach unten fallen. Oberkörper kannst du aufrichten, kannst auf die Peacefinger kommen und genießt dir einfach mal ganz kurz die erste Hüftöffnung. Jawohl. Und dann, gut zu hören, lauf jetzt mit den Händen vorne rum. Dein hinteres Bein dreht sich um und der rechte Fuß streckt sich ganz lang weg und du kommst hier in so eine seitliche Dehnung der Flanke. Mach dich ganz lang, guck deine Hand hinterher, zieh dich auseinander und dann komm bei der nächsten Ausatmung wieder zurück. Dreh dich wieder zurück, da wo du herkamst. Setz dann hinten die Zehenspitze auf, mach einen Schritt nach vorne, dass du wieder in der Vorwärtsbeuge bist. Atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken und atme aus in die volle Vorwärtsbeuge. Heb jetzt den rechten Fuß hoch, mach einen Schritt zurück, setz hinten das Knie dann ab, lass wieder die Hüfte schön nach unten sinken, komm auf die Peacefinger und lass einfach alles nach unten fallen. Versuch die rechte Hüftseite auch vorzuziehen, dass du gleichmäßig mit der Hüfte nach vorne guckst. Jawohl. Und dann atme schön bewusst ein und aus. Und dann dreh hinten das Bein um, streck das linke Bein durch und zieh dich ganz lang und schau in deinen Handteller rein. Stell dir vor, dass jemand an der Hand dich nach vorne zieht und am Fuß jemand zieht und du dich ganz weit öffnen musst. Jawohl. Und dann dreh wieder zurück. Geh wieder vor, da wo du gerade herkamst. Komm dann hinten auf die Zehenspitze. Mach einen Schritt nach vorne. Atme direkt ein in die halbe Vorwärtsbeuge. Und dann lass dich jetzt ganz schwer nach unten fallen in die volle Vorwärtsbeuge bei der Ausatmung. Und jetzt beugst du die Beine leicht ein. Lässt den Rücken gerade, atmest ein, ziehst dich nach oben in den Stand, faltest deine Hände im Gebet und holst sie vor dein Brustbein. So, und jetzt atme hier mal schön tief ein und aus. Überprüf deine Position auf der Matte. Bist du gerade? Bist du wirklich ein Strich, eine feste Säule? Die Füße sind in der Matte verwurzelt, Po ist fest. Steißbein reingezogen, Schultern sind nach unten, hinten gezogen und dein Kopf ist gerade. Und dann fließen wir jetzt durch unseren Sonnengruß A, versuchen das direkt jeder Atemzug mit einer Bewegung zu koppeln. Öffne die Augen, wenn sie geschlossen sind, atme ein, heb die Arme nach oben, atme aus, tauch nach unten in die Vorwärtsbeuge. Atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge. Geh nach unten, atme aus, schreite oder spring zurück in deine Planke. Geh dann rein in deine Chaturanga, du kannst die Knie jederzeit aufsetzen. Komm dann in die Herzöffnung, Cobra oder heraufschauender Hund. Und dann schiebst du dich zurück in den herabschauenden Hund. Bewegst dich hier in unserem ersten Hund mal ein bisschen, beugst die Beine ein, schiebst vielleicht die Hüfte mal rechts, mal links. Guckst, dass deine Hände schön ausgefächert sind, dass du dich aktiv nach hinten drückst und die Fersen ziehen auch, soweit sie können, jetzt am Anfang auf die Matte. Atme noch einmal schön tief ein und aus. Heb dann den Blick, beug die Beine. Bei der nächsten Ausatmung lauf oder spring nach vorne zwischen die Hände. Atme direkt ein in die halbe Vorwärtsbeuge. Und atme aus in die volle Vorwärtsbeuge. Beug gern die Beine ein, heb dich wieder hoch, wachst zum Himmel hoch. Hände treffen sich und du holst die Hände dann an dein Brustbein ins Gebet. Jawohl. Und sofort wieder Ruhe finden. Schön tief durch die Nase atmen. Und durch die Nase wieder ausatmen. Und wir fließen nochmal. Heb die Arme bei der nächsten Einatmung nach oben. Und dann tauch nach unten in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, Hände runter, Füße nach hinten. Planke und dann direkt reinschlittern in die Chaturanga. Öffne dein Herz bei der Einatmung und schieb dich zurück bei der Ausatmung in den herabschauenden Hund.
Atme hier 3 tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Und jetzt heb dein rechtes Bein nach oben. Von hier aus zieh jetzt dein Knie unter dein Gesicht und halte hier für 5, 4, 3, 2, 1 und schieb's nach oben. Setz den Fuß ab. Einmal einatmen, ausatmen. Und bei der nächsten Einatmung kommt schon das linke Bein nach oben. Zieh dann den Fuß nach unten vor deine Nase. Halte für 5, 4, 3, 2, 1 und schieb wieder nach oben und setz ab. Atme noch 3 tiefe Atemzüge, schieb dich aktiv zurück, zieh den Bauch zu den Oberschenkeln. Denk dran, dass die Ellenbogen eine leichte Beugung haben und versuch die Fersen immer weiter nach hinten unten zu pressen. Beug dann die Beine, heb den Blick nach vorn. Bei der nächsten Ausatmung lauf oder spring zwischen die Hände. Atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge und ausatmen, volle Vorwärtsbeuge. Heb dich dann wieder nach oben, wenn du einatmest, zieh dich lang und hol die Hände wieder an dein Brustbein ins Gebet. 3 Atemzüge ganz entspannt, Ruhe finden. Vielleicht ist am Anfang heute der Kreislauf noch nicht ganz hochgefahren. Einfach ruhig atmen, damit dein Kopf weiß, dass alles okay ist. Und wir fließen noch einmal in eine leichte Variation. Heb die Arme hoch, wenn du einatmest. Und dann tauch nach unten, wenn du ausatmest. Atme ein, halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, Hände nach unten, spring zurück. Geh rein in deine Chaturanga. Ellenbogen ganz eng am Körper. Herzöffnung bei der Einatmung und schieb dich dann zurück, wenn du ausatmest, in den herabschauenden Hund. Jawohl, sehr gut. Locker dich kurz, hast noch einen Moment Zeit. Und bei der nächsten Einatmung kommt dein rechtes Bein nach oben. So, und jetzt spür mal, wie deine Zehenspitzen nach unten schauen. Und jetzt drehst du die Hüfte auf, sodass jetzt dein rechter Hüftknochen schön seitlich wegguckt und deine Zehenspitzen nach vorne schauen. Und dann halt noch einen Moment, klapp das Bein hinten ab und dann streck es wieder und dreh dich zurück zur Mitte. Und das machen wir noch 2 Mal. Öffne die Hüfte, klapp das Bein ab und streck es wieder und dreh zurück. Und noch einmal Hüfte öffnen, Bein abklappen, strecken und wieder zurückdrehen. Und langsam den Fuß absetzen. Schieb dich wieder richtig nach hinten, bevor du auf die andere Seite gehst, wenn du im Hund bist. Heb dann das linke Bein nach oben und öffne die Hüfte. Und klapp das Bein ab, streck das Bein und dreh dich wieder zurück zur Mitte. Und öffne nochmal. Trau dich mal ein bisschen mehr mit dem Po gegen die Wand zu lehnen. Und dann klapp ab. Streck und dreh zurück. Und ein letztes Mal Hüfte öffnen, Bein abklappen, Bein wieder strecken, drehen und absetzen. Und jetzt schieb dich ganz weit nach hinten, lass dann die Knie langsam nach unten kommen. Schieb den Po aber noch hoch und halte 5, 4, 3, 2, 1, setz die Knie ab und dann nimm dir ganz kurz ein erstes Kind. Kurz mal durchatmen. Diese Hüftöffnung ist immer relativ anstrengend, also nimm dir hier einfach einen kurzen Moment der Ruhe. Wieder schön gleichmäßig durch die Nase einatmen und dann auch gleichmäßig und lang wieder ausatmen. Und du hast noch 2 Atemzüge Zeit. Du kannst die Arme schon mal langsam nach vorne schieben, wenn sie hinten sind bei dir. Und dann kommst du langsam zurück in deinen Tisch. Setzt die Zehenspitzen hinten wieder auf
und schiebst dich zurück in den herabschauenden Hund. Atme hier nochmal 3 tiefe Atemzüge. Und dann hebst du den Blick, beugst die Beine ein und bei der nächsten Ausatmung spring wieder zwischen die Hände nach vorne. Atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge und lass dich schön nach unten fallen, wenn du ausatmest. Und jetzt guck mal, dass deine Füße ungefähr hüftbreit auseinander sind. Da sollten 2 Fäuste dazwischen passen. Nimm jetzt deine Hände hinten an die Waden oder an die Knöchel. Vielleicht kannst du die ganzen Unterarme hinter deine Waden klemmen. Und jetzt zieh mal den Oberkörper so gut du kannst da an deine Oberschenkel ran. Versuch aber, das Gewicht vorne auf den Fuß zu verlagern, so dass du hinten die Beine schön spürst. Und du kannst die Beine einbeugen. Hauptsache, dein Oberkörper kommt auf deine Oberschenkel. Und jetzt zieh mal mit allem, was du hast, richtig doll, dass dein ganzer Körper wackelt. Und halte die Spannung noch für 3 Atemzüge aus. Und bei jeder Ausatmung ziehst du noch ein bisschen mehr den Körper an deine Beine ran. Und letzter Atemzug. Und lass los. Atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus in die volle Vorwärtsbeuge. Beuge jetzt die Beine wieder leicht ein, wenn du möchtest. Und zieh dich wieder nach oben zum Himmel. Und verwurzel deine Füße, hol die Hände ins Gebet vor die Brust. Und atme hier nochmal schön durch. Jawohl. Wunderbar. Und dann fließen wir weiter. Öffne die Augen. Bei der nächsten Einatmung kommen die Arme nach oben. Atme aus, tauch nach unten. Atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, volle Vorwärtsbeuge. Hände runter, Füße zurück. So, jetzt bleib mal ganz kurz hier in deiner Planke und heb mal den rechten Fuß hoch. Dein großer Zeh und dein Zeigezeh gehen jetzt hinter deine Ferse auf dem linken Bein. Und jetzt schiebst du mal aktiv deine Ferse noch ein bisschen mehr nach hinten mit deiner rechten großen Zehe und der Zeigezehe. Genau, und dann schieb das schön nach hinten. Und so wie du bist, schieb dich mal zurück in den Hund. Und versuch jetzt wieder so viel Fuß, wie du kannst, aufzusetzen. Vielleicht kann dein oberes Bein noch ein bisschen Druck auf die Ferse geben. Mach das aber nur so, dass es für dich angenehm ist. Und dann schieb dich wieder nach vorne in die Planke. Löse jetzt den Fuß rechts wieder auf die Matte. Heb links an. So, und jetzt spürst mal, ob dein Kopf auch nicht hängt. Ganz oft so, dass man automatisch den Kopf hängen lässt. Der soll aber oben bleiben. Dann setz die Zehen auf die hintere Seite deines Fußes und schieb die Ferse wieder schön nach hinten. Bleib in der Planke. Und dann schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Guck wieder, dass du die Ferse schön nach unten drückst und dass du dich immer noch aktiv nach hinten schiebst mit dem Oberkörper. Und jetzt solltest du richtig gut die Wade spüren in deinem rechten Bein. Jawohl. Und dann schieb dich wieder nach vorne. Löse die Verknüpfung, setz den Fuß ab. Geh dann jetzt rein in die Chaturanga, Ellenbogen eng. Ausatmend nach unten tauchen. Und dann einatmen, Herzöffnung, heraufschauender Hund oder Kobra. Und zurückschieben in den herabschauenden Hund. Jawohl, einmal tief einatmen, ausatmen. Und dann kommt direkt das rechte Bein nach oben. Von hier aus kommt jetzt dein Fuß zwischen deine Hände. Du setzt den Fuß ab. Atmest ein, ziehst dich hoch in den Ausfallschritt. So, und hier bleiben wir einen Moment. Wir gucken erstmal, ob wir richtig stehen, indem wir spüren, ob die Schultern über den Hüftknochen sind. Guck bitte, ob dein Knie vorne über deinem Knöchel ist. Und spür mal, ob dein rechter Winkel da ist. Oberschenkel, Unterschenkel sollten einen rechten Winkel bilden. Jawohl. Und bei der nächsten Ausatmung kommen die Hände wieder nach unten auf den Boden. Dein hinterer Fuß kommt ein bisschen näher zu dir rein,
so dass du vielleicht so einen Meter ungefähr hast zwischen deinen beiden Füßen. Streck das vordere Bein durch und jetzt zieh den Oberkörper hier auch nach unten auf dein Bein. Jawohl. Auch hier sollte wieder die ganze hintere Seite vom Bein gedehnt werden. Wunderbar. Und dann spür noch ein bisschen mehr, wenn du ausatmest, wie du vielleicht mit dem Oberkörper noch ein bisschen näher auf dein Bein kommen kannst. Heb dann den Blick, setz die Hände wieder auf. Schieb jetzt den vorderen Fuß wieder zurück in den dreibeinigen Hund. Vielleicht musst du noch so einen kleinen Hüpfer machen, dass du wieder im Abstand stimmst. Und jetzt zieh deinen Fuß wieder unter dich, dass dein Knie an deiner Stirn andockt. Und schieb jetzt den Fuß rüber nach links auf die Außenkante. Und öffne dich nach oben, wenn du die Kraft hast. Jawohl, sehr gut. Und dann dreh wieder zurück. Zieh den Fuß wieder unter dich. Lass ihn mal noch mal ganz kurz an deiner Nasenspitze andocken. Und dann schieb ihn wieder nach oben. Und setz ihn ab. Sehr gut. So, hier wieder drei Atemzüge im Hund. Justier dich wieder. Guck, ob das die Ausrichtung wieder stimmt. Schau, dass die Atmung wieder entspannt fließt. Und wenn es weitergehen kann für dich, dann hebst du bei der nächsten Einatmung den linken Fuß nach oben. Und ziehst jetzt den Fuß zwischen die Hände. Setzt ihn ab. Kommst dann bei der Einatmung nach oben in den Stand. Guckst wieder die Punkte durch. Knie über Knöchel. Oberschenkel, Unterschenkel, 90 Grad Winkel. Schultern weg von den Ohren. Guck mal, dass die Handflächen sich anschauen. Und dass die Ferse hinten wegschiebt, dass die zum Boden zieht. Wunderbar. Und dann gehen die Hände nach unten bei der Ausatmung. Dein Fuß streckst du vorne durch und der hintere kommt ein bisschen näher zu dir ran. Und jetzt kommt der Oberkörper wieder auf das Bein vorne. Jawohl. Und du versuchst hier schön den Rücken lang zu lassen. Versuchst auch hier wieder dein Gewicht gleichmäßig auf dem ganzen Fuß zu verteilen. Und bei jeder Ausatmung zieht der Oberkörper ein bisschen tiefer nach unten auf dein Bein. Und du spürst die Dehnung wieder von ganz unten in der Wade bis hoch zum Po-Ansatz. Jawohl, sehr gut. Setz dann die Hände wieder auf. Der linke Fuß geht wieder nach hinten. Du machst wieder so einen kleinen Hüpfer, dass du wieder vom Abstand her im guten Hund bist. Und jetzt zieht dein Knie an deine Nase. Und wir halten hier für 5, 4, 3, 2, 1. Und schieben das Bein rüber auf die Außenkante. Lösen die rechte Hand nach oben. Heben die Hüfte hoch. Gucken, dass uns hier oben die Hand schön zum Himmel zieht. Und dann dreh wieder zurück. Zieh das Knie wieder unter dich. Und schieb den Fuß nach oben hoch. Atme aus. Setz den Fuß ab. Jawohl, sehr gut. Und dann lass die Knie nochmal langsam zum Boden fallen. Bis du unten bist, mach die Fußspitzen hinten flach. Und schieb dich noch einmal ganz kurz ins Kind. Falls dir jetzt so ein bisschen die Puste ausgegangen ist, dann einfach ganz ruhig wieder atmen. Wirklich einfach dem Kopf signalisieren, alles ist okay, es muss keine Panik entstehen. Jawohl, sehr gut. Wunderbar. Und wenn du soweit bist, dann komm langsam wieder zurück in den Fersensitz. Mach dich nochmal schön gerade, richte dich auf. Und nimm deine Hände ins Gebet vor die Brust. Komm jetzt langsam in den Kniestand. Hinten deine linke Fußspitze sitzt auf. Dein rechter Fuß macht einen Schritt nach vorne. So, und jetzt versuch mal von hier direkt in den Flieger reinzukommen. Mit Ruhe in den Flieger reinarbeiten. Jawohl, sehr gut.
Und dann balanciere hier für einen Moment. Guck mal, dass die Hüfte runterdreht. Schau mal, dass du vorne das Bein schön gestreckt hast, schön angespannt hast. Und hier dein Gleichgewicht findest. Setz dann die Hände nach unten auf den Boden ab. Mach wieder einen Hüpfer nach hinten, dass du im dreibeinigen Hund landest. Und zieh jetzt das linke Bein zwischen die Hände nach vorne. Setz hinten den Fuß jetzt um, dass du in den ersten Krieger kommen kannst. Heb dich bei der Einatmung nach oben. Zieh die Hüfte vor. Jawohl, sehr gut. Und jetzt nimm mal die Hände ins Gebet und verknüpfe nur die Daumen. Lass die Hüfte jetzt nach unten fallen und lass den Oberkörper leicht nach hinten ziehen. Guck den Fingern hinterher und bleib hier für einen Moment. Schieb nochmal aktiv die rechte Hüfte vor. Und dann komm zurück, setz die Hände auf. Hinten der Fuß dreht wieder um. Du gehst mit dem linken Fuß nach hinten in die Planke, lässt dann die Knie abfallen, schiebst dich wieder zurück in den Fersensitz, da wo wir gerade herkamen. Nimmst die Hände ins Gebet, atmest nochmal tief ein und aus, hebst dann den Po weg vom Gesäß, den Po weg von den Fersen. Setzt hinten rechts deine Zehenspitze auf, nimmst mit deinem linken Fuß einen kleinen Schritt nach vorne und dann komm langsam in den Flieger. So, beim Flieger ist deine Fußspitze hinten geflext, zeigt nach unten, deine Hüfte zeigt auch nach unten und du versuchst dich wirklich in eine Linie mit dem Oberkörper und mit dem Bein zu bringen. Jawohl, sehr gut. Und von hier aus, Nadja, wie ging es weiter? Hände nach unten. Hinten der Fuß stellt sich hin für den ersten Krieger. Nee, stopp, wir springen in den dreibeinigen Hund. Jawohl, genau. Kurzer Hänger, sorry. Und von hier aus kommt jetzt der Fuß nach vorne zwischen die Hände. Hinten der Fuß setzt um. Und du ziehst dich bei der Einatmung nach oben in den ersten Krieger. Jawohl. Und jetzt bleib hier im ersten Krieger. Versuch schön hinten den Fuß komplett auf die Sohle zu setzen. Guck, dass du mit der Hüfte wieder nach vorne guckst. Und dann falte die Hände ins Gebet. Deine Daumen sind verkreuzt. Und dann zieh dich nach hinten in so eine leichte Rückbeuge. Jawohl. Schieb die Hüfte vor. Guck, dass dein Becken nach unten zieht und du die Arme neben den Ohren hast, ohne dass die Schultern hochziehen. Jawohl. Und dann löse langsam, setz die Hände ab, schieb den Fuß zurück in die Planke und wenn du die Kraft hast, dann geh den Flow durch. Chaturanga, Cobra oder heraufschauender Hund und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Jawohl. Und dann locker dich ein bisschen. Und finde dann mal für 3 Atemzüge komplette Ruhe, komplette Stille. Und jetzt hör dir wieder ganz bewusst zu, wie die Atmung fließt. Durch die Nase einatmen. Und dann voll und ganz durch die Nase wieder ausatmen. Jawohl, sehr schön. Und dann beug die Beine, schau nach vorne, bei der nächsten Ausatmung lauf oder spring zwischen deine Hände, atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge, atme aus in die volle Vorwärtsbeuge, zieh dich dann wieder mit Leichtigkeit nach oben, mach dich groß und hol die Hände ins Gebet vor die Brust. So, und dann verwurzel dich mit dem Boden. Versuch schön gerade zu stehen. Versuch immer nach oben zu wachsen. Und versuch wirklich bei dir zu sein. Alles andere jetzt einfach mal auszublenden. So, gehen wir in unsere nächste Balance-Pose. Dafür lässt du die Hände jetzt einfach mal ins Tadasana seitlich fallen. Verwurzelst dein rechtes Bein schön auf der Matte. Holst dann mit der linken Hand deinen linken Fuß von innen am Spann.
guck mal, dass die Knie beide zusammenbleiben am Anfang. Zieh dann deinen rechten Arm nach oben, wachs hoch, zieh dich hoch und dann lass dich ganz langsam nach vorne in den Tänzer fallen. Der Oberkörper fällt immer weiter nach vorne und automatisch geht hinten dein Fuß ein bisschen höher. Und du versuchst mit dem Oberkörper so weit nach unten zu kommen, dass du waagerecht zum Boden stehst. Und wenn du rausfällst, dann komm einfach zurück, so wie mir das gerade passiert ist. Versuch's einfach nochmal. Und dann versuch in deinem Tänzer 3 schöne gleichmäßige Atemzüge durch den Körper zu ziehen. Und komm langsam wieder nach oben. Versuch mit Ruhe langsam die Pose wieder abzubauen. Schüttel dich mal, locker dich. Und ihr seht das, solche Balance-Sachen sind immer hopp oder top, die funktionieren mal gut, mal schlecht. Ganz entscheidend ist einfach, wie man damit umgeht, wenn es eben nicht klappt. Einfach ruhig bleiben, nochmal probieren, fertig. So, Tadasana, stell dich schön hin, öffne die Brust, hol dann mit der rechten Hand das rechte Bein von innen am Spann, heb den Arm nach oben, mach dich groß, zieh dich lang nach oben und erst dann fall nach vorne. Und lass langsam den Oberkörper nach unten ziehen. Und versuch hinten mit dem Arm den Fuß über deinen Kopf zu ziehen. Und halte diese Bogenspannung. Versuch 3 tiefe Atemzüge auszuhalten. Und versuch dein Bein links schön festzumachen, anzuspannen. Und dann komm langsam zurück. Locker dich nochmal. Und wir fließen direkt weiter. Atme ein, heb die Arme hoch. Und komm dann in Utkatasana, an unseren Stuhl. So, zieh den Po rein. Mach den Bauchnabel nach innen. Press die Beine zusammen. Atme aus, tauch nach unten in die Vorwärtsbeuge. Atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, Hände nach unten, schreite zurück in die Planke. Schlitter rein in deine Chaturanga, Ellenbogen eng. Öffne dein Herz, Kobra oder heraufschauender Hund. Und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Setz jetzt den linken Fuß schon mal um, wenn du möchtest. Heb das rechte Bein nach oben und zieh den Fuß dann nach vorne zwischen die Hände. Atme ein, komm in unseren ersten Krieger, da waren wir vorhin schon mal. Wunderbar. Hol dann die Hände ins Gebet vor die Brust und öffne in den zweiten Krieger. Dein rechtes Bein guckt nach vorne, dein hinterer Fuß ist angeschrägt, sodass er parallel zum Mattenende ist. Und jetzt streckt das vordere Bein durch, zieh dich lang, 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 lang und dann klappt dein Oberkörper nach unten ab und du ziehst dich ins Dreieck. Wenn du kannst, heb den Blick nach oben, schau der Hand hinterher. Und jetzt versuch noch mal ein bisschen mehr, die Hüfte aufzudrehen, die Schulter nach hinten fallen zu lassen und die Streckung in den Fingerspitzen bis nach oben zur Decke zu schieben. Jawohl. Und jetzt drehst du den Kopf wieder runter, beugst das Bein vorne ein, ziehst dich zurück in den zweiten Krieger und bleibst hier noch mal für einen Moment. Guck über deinen vorderen mittleren Finger in die Ferne. Such dir deinen Fokuspunkt, deinen Trishti und halt die Spannung hier nochmal. Guck nochmal, dass der Steiß reingezogen ist, das Becken direkt unter dir ist. Jawohl. Und von hier aus komm in die Windmühle, dreh die Arme, bis du mit den Händen auf dem Boden bist. Schieb den Fuß nach hinten in die Planke. Geh rein in die Chaturanga, wenn die Kraft da ist. Herzöffnung bei der Einatmung. Und zurückschieben in den herabschauenden Hund. Setz jetzt deinen rechten Fuß rüber nach rechts, wenn du möchtest. Heb den linken Fuß hoch und zieh den Fuß dann zwischen die Hände. Atme ein, heb dich hoch in den ersten Krieger. Lass die Hüfte wieder schön nach vorne gucken. Lass die Schultern nicht zu den Ohren hochziehen. Versiegel dann die Hände im Gebet vor der Brust. Und öffne in den zweiten Krieger. So, jetzt guck mal, dass deine Füße schön auf einer Linie sind. Deine Ferse sollte genau auf der gleichen Linie sein wie die hintere Ferse.
Die Schultern ziehst du schön nach hinten, Arme sind fest, Blick geht über deinen mittleren Finger nach vorne. Und dann guck, dass vorne der Oberschenkel vielleicht den rechten Winkel macht mit dem Unterschenkel. Streck dann das Bein, zieh dich lang, 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 klapp dann den Oberkörper ab, komm ins Dreieck, guck mit dem Blick gerne der Hand hinterher, kannst aber auch nach unten gucken, wenn es sonst zu schwer ist und versuch auch hier wieder deine ganze Oberkörperseite nach oben zum Himmel zu ziehen. Jawohl. Und dann schau nach unten, beug das Bein ein, zieh dich zurück in den zweiten Krieger. Wir bleiben hier nochmal einen Moment. Guck nochmal nach hinten zu deinem Arm, ob der auf der gleichen Höhe ist wie deine Schulter. Guck mal, ob du stark bist, ob die Arme wirklich auch angespannt sind. Und vielleicht kann ja sogar die Hüfte nochmal einen kleinen Ticken weiter nach unten fallen. Sehr gut. Atme noch einmal tief ein und aus. Und dann komm in die Windmühle. Fuß geht wieder zurück nach hinten in die Planke. Komm dann rein in die Chaturanga. Wenn die Kraft ausgeht, direkt in den herabschauenden Hund schieben. Und wir treffen uns dann alle im herabschauenden Hund. Jawohl. Sehr schön. Locker dich nochmal. Und versuch dann wieder ganz sauber im Hund zu stehen. Im Idealfall gucken sich die Daumen an. Die Daumen und Zeigefinger machen wie so eine Art einmal ein richtiges L, einmal ein falschrumes L. Und deine Finger sind wirklich ganz weit ausgefächert. Dein Oberkörper drückt immer noch nah an die Oberschenkel. Dein Blick geht zu deinen Füßen, vielleicht auch zu den Knien, vielleicht auch zum Bauchnabel. Guck, was für den Kopf am bequemsten ist. Und dann versuch die Fersen noch ein bisschen mehr nach hinten auf die Matte zu drücken. Genau. So, dass die ganze Beinrückseite gespannt ist. Wunderbar. Und dann komm jetzt langsam mit den Händen auf den Boden. So, dass die Unterarme aufgestellt sind. Dass dein Kopf, entweder ist er leicht weg von der Matte oder du kannst den Kopf auch mit der Stirn aufsetzen. Guck, wie es für dich besser ist. Und jetzt lauf ganz langsam mit gestreckten Beinen noch ein bisschen näher an die Nase ran. Und dann hast du irgendwann das Gefühl, dass es nicht mehr weitergeht. Und da hältst du an. Da bleibst du jetzt für 5 Atemzüge. Versuchst aktiv die Fersen immer noch nach unten zu drücken, die Beine gerade zu strecken. So, und ihr hört an meiner Stimme, bei mir zittert es auch ein bisschen, super anstrengende Pose. Du bleibst aber ganz ruhig und lässt einfach den Atem die Arbeit machen. Jawohl, und dann geh langsam wieder zurück. Setz die Knie jetzt direkt nach unten und komm ins Balasana, ins Kind, entspanne. Stell dir wieder vor, du hast den Knopf, den du einfach anstellst, dass du jetzt komplett loslässt, die Anstrengung ausschaltest und wieder sofort ganz präsent bist in deiner Atmung, den Körper auch mal spürst. Fühl mal, wie sich die Arme anfühlen. Spür mal den Rücken, wie er hochhebt, wie er nach unten fällt, wenn du atmest. Und lass den Po ganz weit nach hinten fallen. Jawohl, super. Noch 3 schöne, entspannte Atemzüge hier im Balasana. Das ist nicht nur Ausruhen. Das sieht immer von außen aus, als ob die Yogis einfach manchmal nur rumliegen und nichts tun. Aber es ist nicht der Fall. Es ist wirklich wichtig, dass du hier dich auf deine Atmung und auf dich fokussierst. Und dann schieb die Arme vor. Von hier aus schiebst du dich dann in den Tisch, so dass deine Hände unter den Schultern sind, dass deine Knie unter der Hüfte sind. Und jetzt drücken wir uns nochmal ganz aktiv in die Katze rein, machen einen schönen runden Rücken, gucken zu unserem Bauch, halten hier die Spannung für einen Moment und lassen dann los und setzen hinten die Zehenspitzen auf, lassen die Hüfte, halt die Wirbelsäule in die andere Richtung nach unten fallen, schieben den Steiß hoch. Und noch einmal rund machen.
richtig in die Matte reindrücken mit den Händen, sodass du einen ganz runden Katzenbuckel hast. Und dann atme aus. Setz die Zehenspitzen auf, schieb den Steiß hoch, lass den Bauch durchhängen. Jawohl, sehr gut. Dann zieh den Bauch wieder hoch, sei im normalen, neutralen Tisch. Und dann kommt deine rechte Hand unter dein Gesicht. Von hier aus drehst du jetzt dein Knie ein bisschen mehr nach innen oder tust dein Knie ein bisschen unter dich setzen. Hebst dann die linke Hand hoch und versuchst mal gleichzeitig das linke Bein wegzuheben. Versuch's, wackelt sehr. Und wenn du einigermaßen die Balance hast, kannst du gerne auch den Oberkörper aufdrehen und dann deiner Hand hinterher gucken. Jawohl. Und jetzt streck mal das Bein noch ein bisschen durch, streck den Arm noch ein bisschen mehr und dann dreh langsam zurück. Setz dich wieder in den Tisch ab, wackel mal ein bisschen mit der Hüfte hin und her und sei wieder im Tisch. Setz gerne die Hand, wenn du willst, wieder ein bisschen mehr unter dein Gesicht. Heb dann langsam das rechte Bein nach hinten. Löse die rechte Hand nach vorne. Und wenn du kannst, dreh dich seitlich auf. Guck der Hand hinterher, wenn es möglich ist. Streck das Bein noch ein bisschen mehr durch. Jawohl. Und dann dreh zurück. Setz wieder beide Knie nebeneinander ab. Noch mal gerne mit der Hüfte so ein bisschen hin und her wackeln. Oder noch mal Katze, Kuh, guck, was für dich am besten ist. Und dann schieb dich zurück auf die Fersen. So, kommen wir jetzt noch zu einer Masterpose. Eine große Herzöffnung, Rückbeuge. Und zwar ist es das Kamel. Und du hast folgende Optionen. Als erstes kommst du auf die Knie. Deine Beine sind jetzt wirklich wichtig, dass die hüftbreit auseinander sind. Du kannst gerne hinten die Fußspitzen zusammen machen, dass du wie so ein Stativ hast. Kannst sie aber auch geöffnet lassen. Entscheide du. Ganz wichtig ist jetzt, dass du deine Hände unten an die Wirbelsäule stellst, an die Lendenwirbelsäule. Deine Ellenbogen schön nach hinten zusammenziehst, sodass die Brust auch auf ist. Und jetzt zieh mal das Kinn ran, mach das Kinnschloss aktiv und lass einfach erstmal den Oberkörper nach hinten fallen, ohne dass die Hüfte mitkommt. Und du versuchst jetzt aktiv mit den Händen die Hüfte vorzuschieben und den Oberkörper aber nach hinten fallen zu lassen. Wenn das für dich okay ist, kannst du das Kinn loslassen und den Kopf nach hinten schieben. Guck, was für dich machbar ist. Und dann halte hier einfach mal für 5 Atemzüge durch. Entweder Kinn angezogen oder Kopf loslassen. Und spür, wie du schön das Herz öffnest und versuch immer mehr, die Schultern hinten zusammenzuziehen. Und dann komm langsam wieder hoch und setz den Po ab und gerne ein bisschen hin und her schütteln oder einfach ins Kind legen. Einfach das machen, was der Körper jetzt von dir gerne hätte. So, bleib kurz in deiner Ausruhpose, ab noch 2-3 Mal tief durch. Und dann gehen wir in die zweite Variante. Du kannst gerne das nochmal machen, was du gerade gemacht hast. Oder du kannst jetzt auch versuchen, das Kamel noch ein bisschen zu intensivieren, indem du die Hände dann zu den Füßen schickst. Aber bitte mach das, was jetzt für dich okay ist. Nicht den Körper überfordern. Super anstrengende Pose. Also, setz die Hände in deine Lendenwirbelsäule. Fingerspitzen zeigen nach unten. Zieh die Schultern zurück. Mach die Brust auf, schieb die Hüfte vor. Entweder Kinnschloss aktiv oder Kopf loslassen. Und wenn du weitergehen willst, kommen deine Hände dann an die Fersen und du schiebst dich hier in so eine schöne Rückbeuge und schiebst die Hüfte ganz arg nach vorne. Und halte für einen Moment. Dann komm langsam raus und setz dich wieder auf die Fersen. Gerne nochmal in den seitlichen Twist kommen, um die Spannung rauszunehmen. Oder ins Kind legen. Oder einfach im Fersensitz bleiben. So, dann kommen wir jetzt noch ein paar Dehnungsposen, bevor wir dann schon fast wieder am Ende sind. Gehst mit den Händen wieder vor, dass du im Tisch bist.
und holst jetzt dein rechtes Bein mit der Kniescheibe an dein Handgelenk, schiebst den hinteren Fuß schön weit weg, kommst dann in den sogenannten Taubensitz und versuchst dich hier einfach mal aufzurichten, dass deine Schultern über deinen Hüftknochen sind. Wenn du mehr möchtest, kannst du das hintere Bein hochholen und dann mit der linken Hand zu dir ranziehen. Vielleicht kannst du auch den Kopf noch nach hinten ziehen. Und wenn du willst, kannst du vorne den Arm wegstrecken. Und wenn du das Bein eingebeugt hast, solltest du vorne deinen Quadrizeps spüren, den Oberschenkelmuskel. Jawohl. Und dann lass los. Setz dich seitlich ab. Schieb jetzt direkt den hinteren Fuß, den linken, nach vorne, so dass du dein linkes Bein über das rechte machst, dass du wie so eine Art Dreieck hier hast. Wenn das zu anstrengend ist oder nicht, anatomisch nicht möglich ist, kannst du gerne Schneidersitz machen. Merk dir aber bitte, welches Bein oben, welches unten ist. So, und dann lass den Brustkorb nach vorne fallen, so dass du nochmal hier richtig schön die Hüfte spürst. Du kannst auch komplett die Arme nach vorne strecken, wenn du willst. Guck einfach, was für dich das Richtige ist. Und versuch dich ganz flach nach unten zu ziehen. Jawohl, und dann atme wieder bewusst. Bei jeder Ausatmung kannst du nochmal gucken, dass du ein bisschen tiefer sinkst. Ein bisschen mehr noch Druck auf die Hüfte gibst, indem der Oberkörper vielleicht noch ein bisschen mehr nach unten drückt. Jawohl, und dann komm langsam nach oben. Streck jetzt beide Beine nach vorne aus. Guck, dass dein Sitzfleisch nicht im Weg ist, vielleicht wegziehen. Und dann setz dich erstmal ganz gerade hier hin, so dass deine Wirbelsäule aufrecht ist, die Füße sind zu dir rangeflext. Und jetzt versuch dich mal nicht so hängen zu lassen, sondern versuch aus der Taille raus, dich nach oben zu ziehen, ohne dass die Schultern zu den Ohren kommen. Nimm dann die Arme nach oben, ungefähr auf Ohrenhöhe sind die Arme, und dann tauch langsam mit geradem Rücken nach vorne. Füße sind immer noch geflext, Atmung fließt immer noch. Und der Bauch und die Brust ziehen vor. Lass die Wirbelsäule nicht rund werden. Bleib hier für einen Moment, da wo es nicht mehr weitergeht. Und dann hol die Hände nach unten an die Füße, an die Knöchel, an die Waden. Und zieh dich einmal aktiv ganz lang nach vorne. Schaff Platz in der Wirbelsäule. Zieh die Wirbel auseinander. Versuch bitte wirklich nicht hier rund zu werden, sondern versuch die Wirbelsäule gerade zu lassen. Und dann zieh die Fußspitzen zu dir nach hinten und halte hier für 5 tiefe Atemzüge diese Stabposition. Die Ellenbogen kannst du beugen, sodass du noch ein bisschen mehr Kraft hast, um dich nach vorne zu ziehen. Und die Atmung fließt ganz bewusst, ganz fokussiert durch den Körper. Auch hier wieder, jede Ausatmung heißt, versuch dich beim Ausatmen noch ein bisschen mehr nach unten zu ziehen. Und wenn es nur 5 mm sind. Jawohl. Und dann komm langsam nach oben. Nimm die Arme nochmal mit und zieh dich nochmal nach rechts und nach links. Und dann setz die Hände neben dir ab. So, jetzt hast du dir hoffentlich gemerkt, welches Bein eben oben war. Wenn du es gemacht hast wie wir, war eben dein linkes Bein oben. Das heißt, das linke Bein ist jetzt unten und das rechte kommt oben drauf. Oder der Schneidersitz eben, je nachdem, wie das für dich möglich ist hier. Und dann ziehst du wieder mit geradem Rücken nach vorne, bis die Brust vielleicht an dein Bein andockt. Du kannst gerne auch wieder die Arme ausstrecken. Machst dich ganz lang und ziehst dich schön nach vorne. Hier ist auch wieder unser Fokus, die Hüfte, dass die gedehnt wird. Schöne tiefe Atemzüge. Und du versuchst wirklich mal zu spüren, wie die Brust auf deinen Unterschenkel drückt. Jawohl. Und dann komm langsam wieder nach oben.
diesmal gehen wir direkt zurück mit dem rechten Bein, mit dem oberen nach hinten und kommen in den Taubensitz, da wo wir vorhin auf der anderen Seite schon waren. Lauf dann mit den Händen wieder neben deinen Hüftknochen, bleib entweder hier, guck, dass wieder beide Hüften nach vorne gucken, dass du nicht so seitlich abklappst, sondern dass du wirklich in der Mitte der Pose bist. Und wenn es für dich möglich ist, hol hinten deinen Fuß von innen zum Spannen mit der Hand und zieh die Ferse Richtung Rücken. Und wenn du kannst, dann heb den linken Arm nach vorne, kannst auch anwinkeln und mach das Chamudra und vielleicht kann der Kopf noch ein bisschen nach hinten ziehen, dass du den Oberschenkel schön dehnst. Wackelt. Nicht so gut die Seite bei mir. Und dann halte hier noch ganz kurz die Spannung und lass dann langsam das Bein wieder nach unten kommen. Setz die Hände ab und jetzt setz einmal noch hinten die Zehenspitze auf, schieb den Fuß zurück, sei nochmal in der Planke und lass dich dann ganz langsam nach unten fahren. Jawohl. So, dann dreh dich einmal um, dass du auf dem Rücken liegst. Und von hier aus holst du dein rechtes Bein zu dir rein. Ziehst nochmal schön das Knie Richtung Achselhöhle. Und versuchst auch hier wieder bei jeder Ausatmung das Knie noch ein bisschen mehr nach hinten zu ziehen. Und lässt es dann langsam wieder vor dich kommen. Hältst direkt mit der linken Hand von außen am rechten Knie fest, streckst den rechten Arm seitlich weg auf Schulterhöhe und kommst dann in den Twist, guckst der rechten Hand hinterher und versuchst das Knie schön nach unten fallen zu lassen. Wenn dir das unangenehm ist, wenn das schwebt, das Knie, dann hol dir gerne irgendwas, was du drunter legen kannst. Kissen, Block, Decke, irgendwas. Versuch die Schultern beide unten zu lassen, so dass du wirklich den Torso schön getwistet hast. Jawohl. Und dann dreh langsam zurück. Zieh das Knie noch einmal zu dir rein, Richtung Schulter. Und dann schieb's schön wieder zurück auf die Matte. Einmal tief durchatmen. Und bei der nächsten Einatmung holst du direkt das linke Bein zu dir rein. Auch hier wieder unterhalb der Kniescheibe greifen, Ellenbogen gerne beugen und dann zieht das Knie Richtung Achselhöhle. Also zieh es nicht über die Brust, sondern wirklich seitlich am Oberkörper vorbei. Jawohl. Und jedes Mal ausatmen bedeutet, ein bisschen mehr Druck noch aufbauen und das Bein noch ein bisschen mehr zu dir reinziehen. Jawohl. Und dann halte mit der rechten Hand außen überm Knie, schieb den linken Arm nach links. Nadja, geht's? Gut. Und dann lass das linke Knie nach rechts fallen. Guck der linken Hand hinterher. Pass bitte wieder auf, dass beide Schultern unten bleiben, dass du so den Torso schön twistest. Jawohl. Atme noch zweimal tief ein und aus. Und dann komm langsam zurück. Zieh das Knie noch ein letztes Mal Richtung Achselhöhle. Mach nochmal Platz. Und dann lass es bei der Ausatmung langsam wieder nach unten kommen. So, dann unsere Inversion als letztes, bevor wir dann ins Shavasana gehen. Du hast wieder viele Optionen, die du machen kannst. Nadja, was zeigen wir? Was machst du? Du willst einen Kopfstand machen? Dann helfe ich dir. Und ihr zu Hause, ihr dürft auf jeden Fall die Schulterbrücke machen. Also einfach dann die Hüfte hochschieben. Ihr könnt das volle Rad machen, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Oder den Schulterstand. Aber egal was es ist, macht es bitte sicher. So, Nadja will den Kopfstand machen. Und ich muss diesmal aufpassen, dass ich nicht wieder ihre Füße ins Gesicht kriege. So, also. Ich bin da. Mein Gesicht ist weg, ja. Du darfst. Ja. So, und ihr seht, Kopfstand relativ schwierig.
Wenn man das zu Hause machen will, kann man das gegen eine Wand probieren. Oder vielleicht hat man irgendwie jemanden, der einem da kurz ein bisschen heben kann. Und wichtig ist jetzt hier, dass dein ganzer Körper gespannt ist und du einmal kurz die Füße hochkriegst. Genau. Jawohl. So, ich mache auch noch schnell meine Inversion. Ich mache das Rad. Und dann sind wir alle wieder zurück auf dem Rücken, haben unsere Inversion gemacht und holen dann die Knie zu uns rein. Ziehen den Kopf noch einmal nach oben, drücken uns ganz klein und fest zusammen, halten die Luft an, spannen alle Muskeln an, halten die Luft an für 5, 4, 3, 2, 1 und löse. So, und dann darfst du dir jetzt wieder was anziehen, darfst dich zudecken, machst dir bequem. Und dann kommt jetzt das Beste von unserer ganzen Yoga-Praxis, unser schönes langes Shavasana. Und auch das Shavasana ist wirklich wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, ganz kurz nochmal zur Ruhe zu kommen. So, dein Körper liegt ganz entspannt auf der Matte. Lass mal wirklich die Kraft aus allen deinen Muskeln raus. Wirklich alles locker lassen, loslassen, schwer werden. Wieder ganz präsent die Atmung spüren. Und dann ganz langsam jetzt den Fokus von der Atmung einfach mal nehmen. Ganz natürlich die Atmung durch den Körper ziehen lassen. Du nimmst nochmal kurz dein Gesicht ins Auge. Schaust mal, dass wirklich dein Kinn, dein Kiefer, deine Zunge, dass alles entspannt ist, dass die Augen sanft geschlossen sind, nicht zusammengezogen sind. Auch die Stirn ist ganz locker. Fühl dann rein deinen Nacken. Kannst du vielleicht die Schulter noch ein bisschen weiter wegziehen, dass du da viel Platz hast. Und dann geh weiter runter über deinen Brustkorb, in die Arme. Lass die Finger ganz entspannt zum Boden fallen. Geh dann weiter in deinen Bauch, in deinen Hüftbereich, in deine Oberschenkel. Fühl mal die Fersen, wie sie in die Matte reindrücken. Und dann fühl nochmal jeden deiner 10 Zehen. Und lauf dann langsam dem Körper wieder nach oben hoch. Und nimm jetzt noch einen schönen tiefen Einatmer durch die Nase. Und wenn du magst, lass diese ganze verbrauchte Luft jetzt laut wieder aus dem Körper raus. Und dann bleib jetzt hier ganz entspannt liegen. Versuch den Kopf auch noch ausgeschaltet zu lassen. Und nimm dir jetzt 3 Minuten nur für dich in Ruhe und lass alle deine Posen, die du jetzt gemacht hast, im Körper wirken.
Füße. Du kannst dich gerne mal langziehen, nochmal strecken, Arme über Kopf. Und ziehst dann die Knie nochmal zu dir rein, lässt dich dann auf deine bevorzugte Seite in die Embryo-Pose fallen. Dein Arm ist dein Kissen und du fällst seitlich einfach um und bleibst hier nochmal für einen Moment klein und zusammengerollt liegen. Und dann erinnere dich nochmal an deine Sankalpa, an deine Intention, die du dir vorhin ganz am Anfang auf der Matte gesetzt hast, wie du sein wolltest, nachdem du das Yoga gemacht hast oder was du wirklich als Ziel dir formuliert hast. Und dann spür mal rein, ob es vielleicht geklappt hat. Und unser Embryo ist einfach auch so ein Zeichen von Neubeginn, Neustart, neue Energie. Und ich hoffe, dass du jetzt irgendwas davon jetzt in deinem Körper spüren kannst. Lass die Augen geschlossen, komm dann aber langsam in eine sitzende Position. Kannst im Schneidersitz sitzen, im Fersensitz, ganz egal. Versuch nochmal ein letztes Mal die Wirbelsäule aufzurichten, schön gerade zu sitzen, dich groß zu machen und nimm jetzt noch in deinem Tempo 3 tiefe Atemzüge und wirklich bewusst tief einatmen und auch lang wieder ausatmen. Deine Aufgabe ist jetzt, diese Ruhe, die du jetzt in dir spürst, einfach so lange wie möglich in dir zu halten und dir durch nichts und niemanden dir nehmen zu lassen. Hol dann die Hände ins Gebet vor die Brust. Zieh dann deine Daumen hoch an deine Stirn. Verbinde dein Herz, deinen Körper und deine Seele miteinander. Und hol die Hände zurück an dein Brustbein. Neige dann deinen Kopf in Dankbarkeit, dass du den Tag erleben darfst, dass es dir gut geht, dass es deinem Körper gut geht. Und schick so ein bisschen was von der Dankbarkeit raus und zeig's auch den anderen Leuten, dass es dir gut geht und strahl so ein bisschen positive Energie aus. Wir sagen danke, dass du heute da warst, wünschen dir einen wunderschönen Tag, gute Woche und sagen Namaste. So, ich hoffe, euch geht's gut. Nadja ist dann am Freitagmorgen mit, was war es, Nadja? Weißt du es noch auswendig? Genau, Yin-Win, also ein bisschen die ruhigere Variante vom Yoga, ist Nadja dann für euch da um 10 auf der Matte. Und wir wünschen euch bis dahin alles Gute. Tschüss.